spätestens 6 Monate nach der Geburt, jedenfalls aber vor dem erstmaligen Verlassen des Geburtsbetriebes oder einer untersuchungspflichtigen Schlachtung oder auf behördliche Anordnung, müssen Schafe und Ziegen gemäß Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung gekennzeichnet werden. Anerkannte Zuchtbetriebe müssen ihre Lämmer bzw. Kitze bereits innerhalb der ersten 7 Lebenstage kennzeichnen, um die Abstammung der Jungtiere eindeutig nachvollziehen zu können. Grundsätzlich empfiehlt sich, die Kennzeichnung so schnell als möglich durchzuführen und im Zuge dessen das Datum der Ablammung oder Abkitzung sowie der Kennzeichnung im Bestandsregister zu dokumentieren. Ungekennzeichnete Tiere mit unbekannter Herkunft sollten nicht zugekauft werden. Alle Kennzeichen enthalten den Ländercode AT und einen individuellen Code. Die klassische Kennzeichnungsart im Schaf- und Ziegenbereich ist die Verwendung von 2 Uhrmarken. Ebenso ist die elektronische Kennzeichnung wie das elektronische Injektat, die elektronische Uhrmarke sowie der elektronische Pansenbolus möglich. Tiere, die für den Export bestimmt sind, müssen elektronisch gekennzeichnet werden. Schafe und Ziegen können zusätzlich mit Stallnummern zu betriebsinternen Zwecken gekennzeichnet werden, wie im Bild die große Marke mit 2-stelliger Nummer. Die Stallnummern ersetzen jedoch nicht die amtliche Tierkennzeichnung. Eine gute Vorbereitung ermöglicht einen reibungslosen Ablauf. Die Kennzeichnungsmittel müssen sauber sein und sollen am besten an einem trockenen, staubfreien Ort gelagert werden. Zum Einziehen der Uhrmarken werden das Bestandsregister, ein Desinfektionsmittel, in diesem Fall ein antibiotischer Spray zur Wundbehandlung, ein paar Uhrmarken pro Jungtier sowie eine Uhrmarkenzange benötigt. Die Arbeit zu zweit erleichtert die Kennzeichnung. Fangen, fixieren und Uhrmarken einziehen gehen leichter von der Hand. Das Datum der Kennzeichnung wird in das Bestandsregister eingetragen. Uhrmarken werden in doppelter Ausfertigung geliefert. In jedem Ohr ist eine Uhrmarke einzuziehen. Das zusammengeschweißte Uhrmarkenpaar sollte erst unmittelbar vor dem Einziehen getrennt werden, um zu vermeiden, ein Tier versehentlich mit unterschiedlichen Nummern zu kennzeichnen. Die Hinter- und Vorderseite der Ohrmarke werden in die Zange gesteckt. Die Hinterseite ist das glatte Element und wird an der Außenseite des Ohres angebracht. Die Vorderseite ist das Element mit der Buchse und ist für die Innenseite des Ohres bestimmt. Die korrekte Position der Ohrmarke ist auf der dem Ohransatz zugeordneten Ohrhälfte, das heißt auf der oberen Hälfte des Ohres. Die Ohrmarke wird ober- oder unterhalb der Mittelrippe eingezogen. Diese ist bei hell gefärbten Tieren gut sichtbar, bei dunklen Tieren muss diese ertastet werden. Nach dem Festlegen der Markierstelle wird das Ohr an beiden Seiten desinfiziert. Sorgfältige Hygiene und die richtige Position der Marke im Ohr ist entscheidend, damit es zu keiner Entzündung der Einstichstelle oder Verletzungen durch das Ausreißen der Ohrmarken kommt. Das Einziehen der elektronischen Uhrmarken wird auf gleiche Weise durchgeführt. Falls eine Uhrmarke beschädigt ist oder verloren geht, muss die entsprechende Uhrmarkennummer nachbestellt werden. Nach Erhalt muss die Uhrmarke erneut eingezogen werden. Eine Möglichkeit der elektronischen Kennzeichnung ist der elektronische Pansenbolus. Es handelt sich dabei um einen Transponder, welcher durch einen Keramikzylinder geschützt wird. Nach korrekter Eingabe verbleibt der elektronische Pansenbolus dauerhaft im Pansen und kann mittels Lesegerät ausgelesen werden. Der Bolus wird in den Applikator gesteckt. Dieser wird in der Mitte des Schaf- oder Ziegenmauls auf der Zunge platziert. Der Bolus sollte sich leicht lösen, wenn der Abzug gedrückt wird. Ist ein Widerstand zu spüren, muss die Position des Applikators korrigiert werden.
Mit einem geeigneten Lesegerät wird überprüft, ob der Bolus korrekt appliziert wurde. Die amtliche elektronische Kennzeichnung besteht immer aus dem elektronischen sowie einem sichtbaren äußeren Kennzeichnungsmittel.